Ja, hallo zusammen, seid gegrüßt zu einer weiteren Folge von Let's Play Breath of Death 7, The Beginning. Ich finde das immer wieder so witzig, diese Zahl 7 auszusprechen und direkt im Anschluss The Beginning. Aber ja, es ist das erste und einzige Spiel, das ist so ein bisschen als Veräppelung zu verstehen. Wir sind mit dem Skelettchen Dem beim letzten Mal hier in das Abenteuer gestartet, haben zwischenzeitlich, ach du Scheiße, Sarah gefunden und haben hier, ja, im Grunde genommen 5 neue Gegner vor unserer Nase. Ich glaube, das schreit fast danach, gleich nochmal komplett zurückzugehen, um sich dann zu heilen. Oh, dieser Lizardman, der hat ganz schön viel drauf. Okay, dann fangen wir mal mit dem Dead Toad an. In der Hoffnung, dass zumindest Dem jetzt einen von denen hier schafft. Oh, ich glaube, das könnte aber echt ins Auge gehen. Aber gut, ich habe den Part ja gerade gestartet und werden das schon irgendwie überleben, hoffe ich doch. Oh, schafft der einen Fishman alleine? Ich glaube irgendwie nicht. Ich glaube, ich werde auf den Dead Toad gehen und jetzt die Daumen drücken, dass das mit der Heilung jetzt hier funktioniert. Sehr schön. Das heißt, die Runde müsste es ja eigentlich überleben. Auch wenn das jetzt für beide relativ gefährlich ist. So, gucken wir mal, ob er einen Fishman alleine schafft. Ich werde mit ihr auch jetzt nochmal angreifen. Sie teilt 7 Damage aus und, ach du Scheiße, okay, und er 36, also er, oh fuck. Okay, ich glaube, das beginnt ja alles direkt mit einem Game Over. Ist natürlich nicht so geil. Ja, wir haben halt nichts, um jetzt die Charaktere wiederzubeleben. Kann ich flüchten? Nee, super. Beste Voraussetzungen hier gerade. Also egal, wie sehr sie sich jetzt ins Zeug legt, ich glaube nicht, dass wir... Ich könnte ihn jetzt versuchen, diesen Lizardman zu paralysieren. Ist stunned, okay. Jetzt greift nur der Fisherman an, aber auch der teilt halt ziemlich ordentlich aus. Keine Ahnung, wie lange das hält, aber ich glaube, ich soll mich mal erstmal heilen. Das wäre ja ziemlich... Ich glaube, der... Nee, das schaffen wir nicht. Also da kann ich mich jetzt verbiegen und rumprobieren, wie ich will. Das ging ja schnell. Holla die Waldfee. Okay. Ja, soviel zu der Frage. Mal gucken, wie das mit dem Schwierigkeitsgrad hier wird, ne? Ich sollte vielleicht doch noch... Warte mal, wie viel Geld haben wir denn? Es gab ja hier auch, lass mich mal eben kurz gucken, glaube ich, Sachen zu kaufen, die sie tragen kann. Wo sehen wir denn? Ach, hier. Can be used by them. Okay, also Schutz kann ich leider für sie nicht einkaufen. Aber ja, das hier ist für sie dieser Stab. Was kostet der? 150. Werden wir noch ein Weilchen leveln müssen. Ja, ich weiß gar nicht, hätte ich den Kampf überhaupt irgendwie siegreich überstehen können? Ich traue mich ja jetzt gar nicht großartig weiterzugehen. Aber das hier sieht auf jeden Fall schon mal ein bisschen realistischer aus. So, er hat beim letzten Mal 36 Schaden ausgeteilt und hat das schon wieder getan. Sehr schön. Ich weiß gar nicht, ob das hier so eine Schadensspanne gibt oder ob es hier in dem Spiel eher so ein fester Algorithmus ist, der sich im Hintergrund berechnet und dann ja immer die gleiche Schadensmenge auch hervorbringt. So, gucken wir mal, was wir jetzt hier alles haben. Okay, dieser olle Lizardman da auf der rechten Seite, der haut halt richtig rein. Wir machen mal erstmal hier den Fisherman platt. Sie kann sich dem kleinen Dead Toad hier widmen. Ich meine, 2, 3 Angriffe, dann hat sie den auch im Alleingang irgendwie down. Ich hoffe nur, dass das jetzt hier gut geht. Aber gut, diesmal haben wir halt auch nicht diese Masse an Gegnern, ne? So, sie schafft das leider nicht mit 2 Angriffen. Oh Mann, ey, es wird wieder ganz schön knappe Geschichte werden hier. So, ja, jetzt heißt es mal wieder Daumen drücken. Aber wenn das mit der Heilung klappt, ja, okay, dann ist erstmal alles entspannt. Was? Dems Defense Drops? Wodurch? Ach so, von der Zunge von dem Dead Toad. Alles klar. So, oh, der hat ernsthaft mit 2 Energiepunkten überlebt. Ich glaub's ja nicht. So, jetzt sind aber beide weg. Sehr schön. Knappe Kiste. Aber hat ordentlich Erfahrung gegeben. Das ist schwer, weil das untere, also das mit dem Magic Boost eher so die offensive Variante wäre und hier eher passiv. Ich glaube, ich gebe hier aber das hier, also das obere. Einfach, also alles, was uns hier irgendwie Resistenzboosts oder so mit auf den Weg gibt, nehme ich dankbar an. Jetzt hätten wir auch genug Geld, um ihr die Waffe zu holen. Ich glaube, das mache ich dann auch direkt mal. Okay, die dürfte ja Pille-Palle sein. Ich finde das so cool, dass sich die Energie hier wieder regeneriert nach jedem Kampf. Total klasse. Also das würde ich mir bei anderen Spielen teilweise auch wünschen. Nee, warte mal.
Bevor ich jetzt speichern gehe, holen wir hier erstmal die Waffe. Buy Weapons, Mystic Stuff. Ich habe gar nicht geguckt, was sie aktuell trägt. Wenn sie den jetzt hätte, wäre das natürlich hier der totale Super-GAU. Weapon, nee, hier hat sie überall plus 10. Stärke, Magie, Wille. Und hier, ja, wir verdoppeln quasi die Werte und geben ihr noch Max-MP mit dazu. Also wenn das mal nicht lohnenswert ist, dann weiß ich auch nicht. So, warte mal, dann kann ich ja den alten Kram auch von ihr verkaufen. Genau, das hier brauchen wir nämlich nicht mehr. Coole Sache. Hätte mir allerdings gewünscht, dass wir für sie auch noch irgendeine Rüstung oder sowas kaufen könnten, damit sie auch ein bisschen widerstandsfähiger ist. Aber man kann halt nicht alles haben, ne? Wir werden das ja auch so schon irgendwie hinbekommen. War halt nur ein unglücklicher Start jetzt hier mit den 5 Gegnern direkt am Anfang. Okay, die kriegen wir hin. Also alles, was Dem mit einem Schlag niederstreckt oder mit einem Angriff, das ist für mich okay. Nervig sind nur die Gegner, wo wir mit einem Schlag irgendwie den Gegner eben noch nicht finishen oder der dann am Ende ein oder zwei Gesundheitspunkte über hat. Aber so ist das eigentlich ganz, ganz gechillt. Also ganz ehrlich, mit diesem Wissen, dass die Gesundheit sich immer befüllt nach jedem Kampf, geht man irgendwie nur noch nachlässiger und viel offensiver um, als man das ansonsten tun würde. So, schafft Dem eine Angry Flower im Alleingang. Bin mir gerade nicht sicher. Ich weiß auch nicht, ob ich jetzt hier so auf Risiko gehen soll. Ja, ich mach das jetzt einfach mal. Ich schicke mal beide auf die Flower. 9 Damage von Sarah. Wann schlägt Dem mal zu? Oh nee, hat nicht gereicht. Okay, das wird eine Runde werden, wo wir ganz schön viel Schaden fressen müssen. Aber egal. Ich glaube, wir werden das trotzdem hinkriegen. Gegnerkonstellation ist nämlich nicht so übel wie das eine Mal, wo wir draufgegangen sind. So, dann greifen wir jetzt auch wieder an. Oh, fuck. Okay, da habe ich die jetzt ein bisschen unterschätzt. Warte mal, Magic. Ah, auf der anderen Seite regenerieren wir ja nach jedem Kampf nicht die MP komplett. Ich gehe jetzt ja auch in die Offensive und greife an. Scheiße. Ah, zu hoch gepokert. Ach so. Hä? Selbst die Toten stehen wieder auf? Okay. Das, also ich will mich jetzt nicht zu weit aus dem Fenster lehnen, aber das sieht relativ easy aus, will ich mal sagen. Also es wird uns bestimmt das ein oder andere Mal hier den Allerwertesten noch retten. Schwer, schwer, schwer. Ich würde ja eher die B-Variante nehmen. Im Zweifelsfall immer das, was letzten Endes zusammenaddiert, mehr Punkte ergibt. So ist jetzt zumindest meine Devise. So, ich habe keine Ahnung, wo wir jetzt hin sollen. Sie meinte ja nur Richtung Osten. Oh, Fungi. Oh, kriege ich schon wieder Hunger. Gar nicht gut. So, was kann der denn? Oh, ist ja süß. 15 Energiepunkte hat er. Guck mal, sogar Sarah schafft so einen Pilz fast im Alleingang. Oh. Okay. Vergiftung ist natürlich uncool. Aber sollte uns für diesen Kampf trotzdem jetzt nicht großartig belasten. Denn das machen wir mit links. Oder mit rechts. Keine Ahnung, ob die Links- oder Rechtshänder sind. Wo zum Teufel bin ich hier? Oh oh. Flight Trap ist auf jeden Fall neu. 30. Okay, na Dem wird ja wohl eine Flight Trap im Alleingang schaffen. Ey, guck mal, ein Punkt fehlt noch. Ey, wie ärgerlich ist das denn bitte? Ah, und die teilen auch. Ah, die Fungis in Kombination mit denen können halt schon auch irgendwie gefährlich werden. Aber ich glaube, wir sind gut genug gelevelt. So, hier einmal auf den Pilz. Einmal auf das Pflänzchen. Also ich bin gerade echt erstaunt, wie einfach ich mich hier reingefriemelt habe. Also nicht, dass das Spiel jetzt sonderlich komplex wäre, ganz im Gegenteil. Aber wer jetzt nicht unbedingt dieses Projekt hier als erstes verfolgt, sondern auch schon andere von mir kennt, der wird wissen, dass das nicht immer so selbstverständlich ist. Das ist eine sehr interessante Frage. Oh Mist. Oh Mist. Weil ich finde das eigentlich sehr interessant, ne? Weil da sparen wir uns einen Zug, wenn wir mit diesen Heilzaubern gleichzeitig auch Zustandsveränderungen heilen. Und das hier geht aber auf die ganze Gruppe. Deswegen ist das echt schwer. Ich glaube, ich finde das hier aber interessanter. Also das untere. Boah, hoffentlich bekommen wir diese Chance hier nochmal. Irgendwann mal. Ich nehme das hier. Ja,
Ich bin mir zwar extrem unschlüssig, ob ich das nicht bereuen werde, wenn ich hier mit der Aufnahme durch bin, aber zu irgendeiner Entscheidung muss ich mich ja durchringen, ne? So, dann das gleiche Spiel. Oh, diesmal hat sie 15 Damage gemacht, sehr schön. Also sie hat ja auch ein Level abbekommen, ne? Deswegen ist das gar nicht so verwunderlich. Auf den Punkt genau. Okay. Ich finde das eigentlich ganz gut, dass man hier keine Range hat, in der sich der Schaden bewegt, sondern dass das wirklich immer auf den Punkt ausgerechnet wird. Also so zumindest mein bisheriger Eindruck. Und das hat insofern natürlich einen riesengroßen Vorteil, als dass man mit ein bisschen Rechnerei auch ganz gut strategisch vorgehen kann, ne? Und ja, Dark Troll und Mystic Fly, zwei neue Gegner. Ich habe keine Ahnung, ob wir hier richtig sind. Oh oh. Hoffentlich geht das jetzt nicht ins Auge. Ich weiß nicht, ob man Dark Troll alleine schafft, deswegen schwer. Ich wette, die hauen nämlich auch richtig ordentlich zu. Wir gehen mal hier erstmal auf die. Sarah macht 15 Schaden. Was? Snowstorm. Oh, fuck. Okay. Oh, entschuldigt bitte. Wollte eigentlich nicht so viele Kraftausdrücke verwenden. Aber das ist ja jedes Mal mein Vorhaben. Okay, also das hier könnte gefährlich werden. Der macht 43 Schaden bei diesen komischen Mystic Flies. So, sie müsste jetzt die eine genau hier aus dem Weg räumen. Jetzt bin ich gespannt, wie viel Dem jetzt austeilt. 40! Genau 40! Wow, perfekt eigentlich. Dann müssen wir das jetzt hier genau auch irgendwie hinbekommen. Ne, richtig cool. Ist richtig fluffig. Gerade echt das Bedürfnis, das Spiel jetzt hier in einem Zug irgendwie durchzuspielen. Ich habe auch keine Ahnung, was für einen Umfang das eigentlich hat. So, wieder neue Gegner. 19. Klingt auf den ersten Blick relativ einfach. Sarah macht 15 Schaden. Dem wird mit Sicherheit ja, den im Alleingang irgendwie hinbekommen. So, nee, okay. Stellt auf jeden Fall erstmal kein Problem dar. Können wir vorstellen, dass die auch irgendwie vergiften oder so, aber oh, selbst dafür sind wir, glaube ich, schon ganz gut gelevelt. Oder das sind generell die schwächsten Gegner hier, keine Ahnung. So, schwierig wird es jetzt, sich den Weg irgendwie zu merken. A Strong Ring! Okay, wenn der nicht wirklich strong ist, dann bin ich traurig. Ach, das wird bestimmt. Ich wette, die Ringe werden die Armor für sie sein, oder? Ja, guck mal, sie hat jetzt nämlich den Pretty Ring. Vitalität plus 10. Und okay, also der wird seinem Namen auf jeden Fall gerecht. Mehr als das. Krass, sie teilt ja jetzt richtig aus, wenn sie in den normalen Angriff geht. Also nicht, dass ich das jetzt irgendwie schlecht finden würde. Ganz im Gegenteil. Ich dachte irgendwie, dass sie eher so Krempel bekommt, der so ihre Magiewerte nach oben schraubt. Das heißt, so eine Bad könnte sie jetzt auch alleine. Ja, schaffen. Sehr gut. Okay, das ist ja jetzt bei den Fledermäusen wirklich nur noch den A-Knopf bashen, oder? Wenn jeder immer einen schafft. So, hier werde ich trotzdem meiner alten Route treu bleiben. Magic und Agilität ist hier erste Präferenz. Gab es eigentlich schon eine Weggabelung? Ich laufe jetzt hier so mir nichts, dir nichts durch die Höhle und laber die ganze Zeit irgendein komisches Zeug vor mir her. So, das müsste auch in einer Runde zu machen sein, oder? Ja. Sehr schön. Ich glaube, hier sind wir richtig. War das der Schatz, den sie ursprünglich angesprochen hat? Ich habe keine Ahnung. Ich glaube, ich habe jetzt hier auch alles abgesucht, oder? Schon wieder voll die Gedächtnislücken. Aber ich glaube, wir haben hier nichts ausgelassen. Warte mal, ich meine, so schwer ist das ja hier nicht. Wir können ja mal eben hier kurz nochmal durchrasen. Das hier geht auf alle und senkt die Agilität. Und das hier... das geht auf alle. Ich habe das hier, finde ich, besser. Ignores Defense. Das heißt, wenn die irgendeine Panzerung oder sowas haben, dann geht das trotzdem durch. Oder wie darf ich das verstehen? Ich finde das auf jeden Fall erstmal besser, als diese Agilität irgendwie runterzuschrauben. Ja, entschuldigt bitte, aber ich glaube, es gab hier keine Weggabelung mehr. Aber ich will das trotzdem nochmal sicherheitshalber alles ablaufen. Weil alles, was wir bisher in Truhen gefunden haben, war auch ist ja ziemlich sinnvoll. Deswegen ja, wäre das, glaube ich, blöd, jetzt hier irgendwas liegen zu lassen. Einmal drehe ich noch die Runde. Dafür werde ich jetzt erstmal, egal wo uns unsere Reise hinführt, erstmal von irgendwelchen Level-Sessions oder sowas absehen. Na, guck mal, wie schnell die Kämpfe gehen. Total cool. Macht echt Spaß. Also
Ich finde gerade bei den neueren Titeln ist das manchmal, weil ja alle so eine, oh ja, so eine Grafikbomben sind und alle mal sich versuchen zu übertrumpfen, was jetzt hier so Technik und so angeht. Also nicht alle Titel und auch nicht alle Entwickler, aber viele. Da dauert immer schon diese Animation, bis so ein Kampf überhaupt erst losgeht, eine gefühlte Ewigkeit. Und das ist mal echt eine angenehme Abwechslung. So, das könnte interessant werden, denn diese Lizard-Viecher sind gar nicht mal ohne. Wir könnten ja mal probieren. Das hier geht nämlich auf alle. Targets one enemy. Gar nicht mitbekommen. Das ist ja Feier. Ach doch, wir hatten irgendwann mal bei einem Level abstimmen mit ihm die Möglichkeit, irgendwie sich zwischen zwei Zaubern zu entscheiden, wenn mich nicht alles täuscht. So, und bei ihr ist jetzt angriffsmäßig irgendwie kaum irgendwas drin. Aber sie macht gut Schaden. The sky turns red. Okay. Haben wir jetzt auch Schaden? Ah. Okay. Ja, also das geht Tatsache auf alle. Hat aber nicht die gewünschte Schadensmenge hervorgebracht, die ich mir eigentlich gewünscht hätte. Aber egal. Ich glaube, den Kampf kriegen wir trotzdem hin. 41 Schaden macht er mit dem normalen Angriff. Ja, müsste ausreichen. War schon eine knackige Konstellation, aber ich glaube, die Extra-Runde hat uns hier auch noch mal ein bisschen was genützt. So, einmal Flytrap und einmal Fungi. Pilz versus Pflanze. Die Pilze, die erinnern mich ein bisschen an die Pilzgegner aus Secret of Mana, schon relativ weit am Anfang. Vergessen, wie die heißen. Ich glaube, die hießen sogar ganz stinknormal einfach nur Pilzkopf, wenn mich nicht alles täuscht. So, das heißt, wir können jetzt, ich weiß gar nicht, macht das irgendwie Sinn, jetzt nochmal zurück zur Stadt zu latschen? Ich glaube ja irgendwie fast nicht, oder? Flytrap und Pilz. So, und dann alle nochmal darauf. Sehr schön, noch ein Level up, perfekt. Targets all allies. Okay, unsere einzige Fluchtmöglichkeit, wenn ich sie denn will, Escape Random Battle. Hä? Verstehe ich nicht. Das hier ist jetzt aber, wenn ich das richtig sehe, eine hundertprozentige Gewissheit. Ne? Also immer wenn eine Chance ins Spiel kommt, ist das für mich... Ja, ich glaube, ich nehme das untere. Ich bin mir zwar nicht sicher, ob ich jetzt die Abstufung richtig kapiert habe, aber ja, machen wir einfach mal. Ja, irgendwie wiederholt ihr euch hier so ein kleines bisschen, aber nur ein bisschen. Aber die geben, glaube ich, gute Erfahrung. Irgendwie bin ich auch ein bisschen nachlässig, wenn es darum geht, mir diese Endcard da anzugucken. Aber ich meine, die Kämpfe müssen wir ja so oder so machen. Ich zoome ja nicht aus, ob ich jetzt hier... Weiß ich nicht, gegen wen ich kämpfen will und wie häufig ich kämpfen will. Das wird ja durch das Spiel auch vorgegeben. Ah, und hier haben wir jetzt den einzig weiteren Weg, glaube ich, wenn mich nicht alles täuscht. Kann das sein? Oh, a graveyard. I wonder if any of the tombstones have interesting writing on them. Writing. The monsters here are more dangerous than those near Pallet Lannis. Stay close by my side. Oh, how romantic. My white knight in shiny armor. Oh, are all women like this? Der Arme. Oh, wie schön die Melodie ist. Oh Mann, ich wollte euch die gerade hören lassen. The Ghost approaches round one. Bla, normal strength. Okay. Ghost, ich glaube, den werden wir sowas von fertig machen. Ja, wenn beide angreifen. Guck mal, hört euch das mal an. Voll schön, oder? Passt auch total zu so einem, ja, zu so einem Grave Pass, genau, zu so einem Friedhof, ne? Wird das jetzt sein? Ja, Tatsache. Oh, richtig schön. Auch von der Musik kriege ich gerade total Gänsehaut. Promotional Tombstones provided by the Graveyard Foundation. All rights reserved. Okay, steht hier überall das Gleiche. Scheint so. Oh, okay. Ja, wenn die Zufallskämpfe nicht kommen, würde ich ja fast sagen, könnte ich mal vorspulen, solange bis ich hier einen Grabeintrag sehe, der abweicht. Aber ja, eigentlich sind wir auch schnell durch. Also wenn das jetzt hier die einzige Ecke bleibt, wo man die Grabsteine einsehen kann, dann werde ich auch jetzt von einem Cut absehen. Aber sollte sich das wiederholen, dann schneide ich euch hier entsprechend raus. Oh, ich weiß nicht, wo ich jetzt zuerst langlaufen soll.
Okay, zwei Ghosts. Auch das dürfte eigentlich unproblematisch sein. Scheiße. Okay, das war dumm. Das war dumm. Ich dachte nämlich, Dem schafft eine alleine. Aber ja, da wurde ich jetzt wieder ein bisschen gestraft, dadurch, dass ich beim letzten Mal nicht so aufmerksam aufgepasst habe. So, da oben kommen wir jetzt nicht durch. Da oben gab es aber noch einen Weg. Warte mal, nicht, dass das jetzt hier in irgendeine Sackgasse führt. Nee, nicht so ganz. Okay, also die sind relativ einfach down, aber teilen halt ordentlich aus. Würde mich nicht wundern, wenn das Magieschaden ist, den die hier, den die hier verteilen. Wo zum Teufel bin ich? Ich hatte unten noch haufenweise Wege. Ich glaube, das ist nicht gut, dass ich jetzt hier bin, oder? Kann mich gerade nicht entscheiden, wo mich meine Reise hinführen soll. Oh nein, Zombies, und das noch. Okay. Nicht, dass ich jetzt hier in so einer Ecke gelandet bin, wo ich eigentlich noch gar nicht hin sollte. Ich glaube, ich nehme mal so ein Fire Flurry und guck mal, was das so kann. Hoffentlich ist das kein Fehler, dass ich jetzt hier nicht auf Flüchten gegangen bin. Sarah 24 und Dem 72. Okay. Das heißt, er würde es selbst mit einem Fire Flurry nicht alleine hinbekommen, so einen Zombie aus dem Weg zu räumen. Ich werde das jetzt trotzdem wiederholen. Ich hoffe, dass ich jetzt die MP nicht... okay, ein bisschen MP spare ich mir jetzt noch auf. Ich meine, den einen werden wir ja wohl irgendwie down kriegen. Können wir nämlich vorstellen, dass es hier durchaus auch einen Boss geben könnte, ne? So, Targets One Enemy. 3x50, 2x75. Ja, das läuft auf genau die gleiche Schadensmenge hinaus. Aber das hier kostet mehr. Und mit mehr Kosten assoziiere ich auch immer eine größere oder höhere Effizienz. Ich laufe mal erstmal zurück. Werde mal gucken, was ich hier noch so für Wege finde. Also ich gehe mal davon aus, dass es hier noch ein bisschen was zu erkunden gibt. Lots of junk mail. The owner of this grave must be on vacation. Okay. Okay. Also die Texte scheinen zu variieren, aber von Ecke zu Ecke, ja, immer so... Ja, da zu variieren, aber so die unmittelbar beieinander liegenden haben dann immer den gleichen Text. Also so scheint es zumindest. So, Crow. Ich glaube, eine kriegt Dem alleine hin. Ich meine, Sarah kriegt hier schon einen fast im Alleingang down. Sehr gut. Okay, die sind cool. Also nicht zu schwer, nicht zu leicht. Eigentlich genau so, wie das sein soll. Aber sind wir mal ehrlich, bisher sind die Gegner hier allesamt nicht so stark. Aber ich werde an dieser Stelle erstmal den Part beenden. Wir werden diesen Ort jetzt hier in der nächsten Folge genauer in Augenschein nehmen und wahrscheinlich auch abschließen. Ich danke fürs Einschalten und würde mich sehr freuen, wenn wir uns auch beim nächsten Mal wiedersehen. Macht's gut, ihr Lieben, und bis dann. Ciao.